Stellen Sie sich einmal einen deutschen Film mit folgender Synopsis vor. Ein schon in die Jahre gekommener Mann, natürlich gespielt von Jürgen Vogel, hält sich als Touristenfotograf über Wasser. Seine Großmutter, die auf dem Land lebt, macht sich natürlich horrende Sorgen um ihn, denn er ist immer noch nicht verheiratet. Und nun droht sie ihm, nämlich sie droht, ihre Medikamente abzusetzen, wenn er nicht endlich ihr eine Verlobte oder zumindest eine Freundin präsentiert. In der Not schickt der Mann nun der Großmutter ein Bild einer Frau, die er eben fotografiert hat während seines Jobs und tut so, als ob dies nun seine Freundin wäre. Was er nicht weiß, ist, dass diese Frau aus der Oberschicht stammt und was er auch noch nicht wissen kann, ist, dass die Großmutter dann sofort ihren Besuch ankündigt, um die neue Freundin kennenzulernen. Währenddessen trifft der Fotograf dann die junge Frau durch Zufall wieder im Bus und versucht sie kennenzulernen, versucht sie davon zu überzeugen bzw. zu überreden, sich einmal mit dieser Großmutter zu treffen, um so zu tun, als ob sie wirklich seine Freundin wäre. Jeder, der nur eine einzige deutsche Liebeskomödie gesehen hat, kann sich bereits die vielen Storypeinlichkeiten, die unzähligen Klischees und den vorhersehbaren Verlauf der Geschichte imaginieren. Denn natürlich müssen sie sich beim ersten Treffen dann doch besser kennenlernen. Sie müssen sich natürlich auch ineinander verlieben. Und auch wenn für einen kurzen Moment die Klassen- und Altersunterschiede unüberwindbar zu sein scheinen, wird natürlich am Ende alles im Namen der Liebe durchbrochen werden. Dazu gibt es zahlreiche Stereotypen als Nebenfiguren, ein unangenehmes Happy End und schon setzt der Abspann ein. Das Publikum ist zufrieden. Gott sei Dank aber gibt es diesen Film nicht. Denn die Rede ist in Wirklichkeit von der indisch-amerikanisch-deutschen Koproduktion Photograph, die diese Synopsis als Ausgangspunkt ihrer Handlung wählt, aber das Kunststück vollbringt, eben doch ein ganz anderer Film zu sein, als der, der längst vor unserem inneren Auge abläuft. Denn Regisseur Ritesh Batra inszeniert den Fortgang seiner Geschichte auffällig unauffällig. Er ist wie ein Touristenguide, der uns aber auf die Seitenstraße führt, der uns quasi vor die Sackgasse stellt, statt die bekannten Routen einzuschlagen. Batra interessiert sich also viel stärker für die leisen Gesten und die stummen Töne zwischen diesen beiden Hauptprotagonisten und ihrer durch und durch fragilen Beziehung zueinander. Vielleicht ist es ja die Spannung aus unterlaufener Erwartungshaltung und dem Spiel mit den Versatzstücken des Genres, die am Ende gar einen Moment der Rührung provozieren. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Photograph lässt nur langsam erkennen, dass der vermeintlich prädeterminierte Handlungsverlauf nicht so eintreten wird, wie es der Zuschauer vielleicht gerne hätte, er es sich auf jeden Fall so vorstellt. Denn zu Beginn scheint das Genre-Framing noch zu funktionieren. Wenn die Großmutter nämlich die Stadt erreicht, darf der Zuschauer ein paar Witzchen lachen, das erste Treffen ist von peinlichen Momenten durchsät und doch werden schnell einige Risse erkennbar. Denn unser Protagonist bleibt einfach den ganzen Film über versteinert, wortkarg. Seine Motivation bleibt unklar. Und diese Tat, der Mutter also ein Bild einer fremden Frau zu schicken, wirkt immer mehr wie eine Verzweiflungstat und weniger wie die Idee eines pfiffigen Drehbuchautoren. So fällt irgendwann auf, dass dieser als Liebeskomödie startende Film in Wirklichkeit ein Melodram ist. Dieses Melodram ist dabei eins, welches die Strukturen und Schranken einer Gesellschaft anhand der Resignation und Melancholie zweier Figuren als unüberwindbar porträtiert, aber auch nicht als die existenzielle Krise, an der man zu scheitern hat. Sicherlich. Rafi und Miloni haben Träume. Sie zum Beispiel will eigentlich Schauspielerin werden und viel lieber auf dem Land leben als als in der Stadt. Es kommt sogar zu einem Gespräch mit der Haushaltsgehilfin, die Miloni auch direkt zu sich auf das Land einlädt. Aber aus den Träumen und den Gesprächen wird nichts. Am Ende bleibt tatsächlich nur ein Blick auf den Küchenflur, nämlich der Küchenflur, auf der die Küchenhilfe jeden Abend ihr provisorisches Bett aufschlägt.
Die übergeordneten Themen dieses Films mögen die Spannungen einer Gesellschaft zwischen Tradition und Moderne, zwischen Kollektiv und Individuum, zwischen Urbanität und Land und natürlich auch zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie sein. Da häufen sich zum Beispiel die Szenen, in der Rafi auf einem Markt von scheinbar fremden Menschen Privates und Aufdringliches über seine Großmutter gestellt bekommt. Diese Szenen sind nur auf den ersten Blick eine Pointe, sondern vielmehr das Grundgeräusch dieses Films, welches zeigt, wie die Kontrollmechanismen und Erwartungshaltung einer Gesellschaft von Einzelnen in den Straßen Mumbais tatsächlich breitgetreten werden. Rafi und Miloni sind vielleicht auch deswegen so wortkarg, weil sie im Geräuschpegel dieser ewigen Unterredungen, dieser ewigen Gespräche sich so oder so nicht vernommen fühlen. Miloni zum Beispiel braucht erst die Fotografien, die Rafi von ihr macht, um zu erkennen, dass sie ja für andere wirklich sichtbar ist. Denn Miloni ist so schüchtern, selbst im Kino traut sie sich nicht zu, einmal zu träumen und stattdessen verlässt sie das Kino wieder. Dazu passt das überraschend langsame Tempo des Films und die sich nicht um dramaturgische Effekthascherei bemühende Handlung. Die Unaufgeregtheit und das beinahe Stoische der Figuren unterwandern eben konventionelle Charakterzeichnungen und lassen darin das Motiv des Geheimnisses aufblühen. Denn die beiden Hauptfiguren Rafi und Miloni bleiben eben selbst bis zum Ende sich selbst wahrscheinlich ein Rätsel. Auf jeden Fall bleiben sie uns, dem Zuschauer, ein Rätsel. Doch eine gewisse Verbindung festigt sich dann doch zwischen ihnen, eine, die eher ein Geheimnis bleibt, als dass es in opulenten Gesten und eindringlichen Beschwörungen an den Zuschauer herangetragen wird. Die einzige zärtliche Berührung in dem Film wird die zweier Hände während einer Taxifahrt sein. Insofern kratzt dieser Film an einer Art nihilistischen Liebesgeschichte, nämlich als dass die Nichtigkeit des Lebens nur in den wenigen Momenten des Lächelns und den kurzen Momenten der Zuneigung zwischen den beiden aufgehoben wird und danach in voller Wucht wieder zurückkehren wird. Vielleicht sehnt sich dabei der Zuschauer innerlich nach einer großen Geste und am Ende scheint sich diese Hoffnung auch dann zu vollziehen, denn Rafi will eine längst nicht mehr hergestelltes Cola-Getränk Miloni zuliebe wieder in die Produktion aufnehmen und sucht den Besitzer der Formel. Es wirkt wie eine heroische Tat. Er kommt dann auch an eine Flasche des Getränks und doch passiert nichts. Batra löst diesen Moment einfach nicht auf. Wer dem Film daher vorwerfen möchte, er würde nicht einmal versuchen, diese vielen Handlungsfäden irgendwie zusammenzuführen, der verkennt, dass es nicht Handlungsfäden sind, die hier versiegen, sondern die Lebenschancen der Figuren. Und dennoch endet das alles nicht im Nichts. Deswegen bleibt auch die titelgebende Fotografie, die dem dümmlichen deutschen Untertitel zufolge das Leben der beiden für immer verändert, ein auratisches Artefakt. Der Zuschauer darf sich dieses Foto nie genau ansehen. Es ist vorhanden, aber nicht so einfach einsehbar. Genauso wie die Liebesgeschichte in Photograph. Der Film ist selbst in gewisser Hinsicht wie ein flüchtiger Blick. Etwas verfängt sich darin, es ist vielleicht auch nicht wirklich viel, aber es ist auf jeden Fall da und es ist mehr, als man sich manchmal vom Kino im ersten Moment erhofft. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag, der Rest gehört Ihnen.